Hallo zu einer neuen Runde Pickups. Ich habe in unserer, oder ich und mein Bruder haben in unserer Sammlung wieder viele Games bekommen. Ja, welches sind, seht ihr gleich. Diesmal gibt es eine ganze Menge an Special Editions zu sehen von Strictly Limited und Limited Run, die sich in der Sammlung eingefunden haben. Diese waren schon vor langer Zeit bestellt. Ich glaube, von NIS Europe ist auch noch da was dabei. Einiges ist bereits aufgemacht, dann werde ich auch noch zusätzlich Bilder einblenden. Aber einiges ist noch so frisch hier, dass es noch sealed ist. Aber so viel Aber, es soll kein Aber sein. Ich will euch begeistern damit und es gibt auch noch einige Klassiker zu sehen. Wir fangen einfach an mit etwas Großen, damit ich auch schon gleich den Tisch vollstellen kann. Und zwar die Collectors Edition zu der Wonder Boy von Strictly Limited. Auch richtig cool. So, ich muss aufpassen. Das ist eine Box. Mit so einem Schuber drum. Ich schaue mit euch ein bisschen rein. Ich werde aber ein bisschen mehr Fotos noch einblenden, da ich ja echt etwas mehr gemacht habe davon. So, das geht erstmal zur Seite und ihr seht, das ist eine Box, die man an einer Seite hier aufklappen kann. Also ist dann auch wie eine Schatztruhe aufgebaut. Das Einzige, was mir nicht gefällt daran, weil es ist ja eine Truhe. So, und die Truhe müsste man so betrachten. So, und ich finde, hier ist es richtig gemacht, aber oben hätte man das auch machen können. Hier jedenfalls, weil es ist ja so ein Schuber drum. Hier ist ja der Schuber. Der hätte gerne so sein können. Aber ich finde, wenn die Truhe, die macht sich so irgendwie nicht so schön. Naja, mit Magnet gehalten und ist randvoll. Ich kann euch sagen, ich zeige euch das nur ganz grob. Die ist voll gestopft. Und es war erst gar nicht so schwer. Oder es war ganz schön schwer, das hier alles unterzubekommen. Ich blätter euch das jetzt am besten gleich ein, damit ich das nur ein bisschen erzähle. Es sind Soundtracks dabei, es sind Acrylständer dabei, es ist eine Musikbox dabei. Und es sind Buchständer, Aufkleber. Also es ist wirklich eine Masse an Material dabei. Und ganz normal kam es natürlich auch das Spiel hier auf der Switch. Wonderboy Collection, das ist jetzt schon mal geöffnet. Das kam auch mit einem Handbuch, auch richtig gut. Also das ist mal was Schönes, auch schön mit Inlay bedruckt. Hier sind viele Klassiker da drauf für verschiedene Systeme. Also richtig cool, diese ganze Edition ist wirklich wunderschön. Wie gesagt, das Einzige, was da ist, ist zwei Sachen meckern auf hohem Niveau. Also erstmal einerseits finde ich, hätte man das Box-Artwork oben drauf eben halt quer machen können, dass es passt zur Truhe. Und das andere ist, da drin, das ist einfach reingelegt. Also es ist super toll, was da an Masse drin ist. Ich muss jetzt noch ein bisschen, deswegen habe ich es auch nicht für euch jetzt hier live rausgenommen. Ihr seht das nur in den Fotos, als wir es direkt aufgemacht haben, mein Bruder und ich. Weil wir mussten es ein bisschen ausstopfen, ein bisschen packen, damit das nicht kaputt geht wieder. Das ist sehr schade. Also dieses Kartenspiel und dann ist ein Pin und es ist ja Wahnsinn. Es macht doch richtig Spaß, sich das alles anzugucken. Und einfach, ja. Mehr kann ich gar nicht sagen. Das ist einfach eine wunderschöne Edition. Das kann man unbeschreibbar sagen. Die Spiele sind Klassiker. Ich habe sie jetzt noch nicht reingespielt. Dazu kam ich noch gar nicht. Ist gerade frisch eingetroffen. Wie viel ist jetzt hier? Und ja, mehr kann ich jetzt dazu auch nicht sagen. Auf jeden Fall ist es ein Klassiker. Wonderboy bin ich zum ersten Mal auf dem C64 konfrontiert worden. Da habe ich das klassische erste Wonderboy gespielt. Und ja, das hat mir auch Spaß gemacht. Das war eben halt, war so ein, ja, jung gespielt, der da durch so eine komische Welt gelaufen ist, mit seinem Skateboard eingesammelt und Jump'n'Run war das. Also das war noch komplett neu.
Ich glaube, es lief auch unter Adventure Island oder so, wenn ich mich richtig erinnere. Aber da bin ich jetzt ein bisschen raus. Also für mich war das eben halt echt ein beeindruckendes Spiel. Am C64 habe ich gerne gespielt, auch wenn ich nie darüber nachgedacht habe, dass es dann so eine Serie mal nachziehen würde oder überhaupt schon hatte. Denn teilweise, ich muss jetzt mal gucken, ich hatte Wonderboy 86 auf dem C64 und dann 87, 89, da ging es ja schon weiter, auch über Master System. Und ja, Master System hatte ich jetzt gar nicht so, aber es ist interessant, das zu sehen. Und ja, ist einfach auch so ganz überhaupt interessant. So, damit es wird schon lang, das Video, das lasst euch das gewiss sein. Ich bin auch deswegen ein bisschen zögerlich, weil ich erstmal überlegen muss, was kommt als nächstes. Und als nächstes mache ich mal etwas, ihr seht, das ist auch noch sealed hier von Limited Run. Valis Phantasm Soldier Collection. Auch Manga-Game, ich weiß überhaupt nicht, was es ist. Mein Bruder hat viele Spiele einfach auch besorgt, weil er Interesse hatte dran. Hier ist sogar noch ein Poster sind da, das auf 4 CDs der Soundtrack, Pins, also eine richtig schöne Edition. So, dann hatte man auch hier so eine schöne Limited Run Karte. Und das ist jetzt zur nächsten Edition, die uns auch erreicht hat. Und zwar Castlevania Requiem, Symphony of the Night und Rondo of Blood. Vorne eben halt schönes Artwork. Ich hoffe, man kann es sehen, es spiegelt gerade so ein bisschen, weil es eben noch sealed ist hier hinten. So ein bisschen klassisches NES-Design. Dafür richtig cool. Und auch da gab es diese schöne Karte dazu von Limited Run. Ja, so, weiter geht es. Auch eine weitere Edition, die auch von, ich glaube auch, ja, Limited Run, die haben wir auch aufgemacht, Shantae and the Pirate. Und weiter gab es da ein Soundtrack und einfaches Steelbook. Und ja, wenn noch was war, das habe ich jetzt vergessen. Ne, hier sind noch, das ist hier drin, sind Trading Cards. Die blende ich euch lieber ein. Da habe ich ein Foto von gemacht. Ja, es ist auf jeden Fall. Und wenn was noch dabei ist, also es ist echt, lohnt sich auch. Eine schöne Special Edition. Richtig schön. Und ihr seht, es ist noch sealed, das Spiel. Ja, was soll ich dazu sagen? Auf jeden Fall eine schöne Edition. Dazu gab es, oder beziehungsweise, das konnte man extra bestellen, noch ein Shantae T-Shirt. Ihr seht, das hier ist es. Mit dem Cover. Ich blende euch auch hierfür ein Bild ein, weil ich es einmal als Foto einmal fotografiert habe. So gesagt. So, das muss ich hier hin packen, weil Special Editions geht's weiter. Das war Limited Run und jetzt kommt allgemein Nintendo eine Special Edition, die auch sehr, sehr schön ist, und zwar Octopath Traveler 2. Auch richtig schöne Edition. Also hier ist es auch wieder eingepackt von uns. Ist auch richtig viele Specials dabei. Ihr werdet das jetzt sehen. Auch richtig schön gemacht, also mit sehr viel Bonusmaterial, also für Sammler richtig schön. Preislich hat das viele abgeschreckt. Ich glaube, das war etwas teurer. Ich kann es aber nicht sagen. Mein Bruder hat es gekauft und ich habe den Preis jetzt nicht gesehen. Ich wollte es euch trotzdem schön zeigen. Es ist eine sehr, sehr schöne Edition. Ist aber auch noch nicht gespielt. Denn das Spiel ist noch sealed. Es ist nur rausgenommen, es war da drin und muss noch gespielt werden. Ja. Versuche ich mal ein bisschen aufzubauen. Das ist gar nicht so einfach, weil es wird richtig massig voll. So, das kommt später. Hier mit Special Editions weiter. Hier haben wir noch etwas, was von NIS Europe kam. Ganz frisch, ist glaube ich gestern Vormittag eingetroffen. Wir kamen noch gar nicht richtig dazu. Das alles zu machen, und meistens bleiben die Special Editions erstmal sealed. Deswegen ganz wichtig, wenn ich die endlich mal auspacke, ich kann aber nicht sagen wann, schaut auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Da habe ich immer wieder Bilder von all diesen Specials, wenn ich sie fotografiere und wenn ich dazu komme. Oder ich poste da immer mal wieder, auch von den Spielen. Das, also lasst euch überraschen, und da ist richtig viel. Also der Link ist unten in der Videobeschreibung zu finden. Da, ja, geht auf meinem Kanal, abonniert ihn, und dann werdet ihr regelmäßig Fotos sehen von irgendwas,
was in die Sammlung gewandert ist, von allem Möglichen. Alles, was mir gerade Spaß macht. Hier bei Tales of Azur. Und richtig. Oder Trails of Azur, nicht Tales. So viel Tales of Spiele gesehen. Hinten ist jetzt auch nur ein Motiv. Ja. Auch eine richtig schöne Edition. Und hier kommt schon die nächste Edition, die auf was schwerer ist. Labyrinth of Galeria, The Moon Society. Ich kann nichts dazu sagen. Das hat mein Bruder, fand das interessant, hat sich bestellt. Das ist auch eine richtig schöne Box. Ihr seht, das ist ja noch hier, wie gesagt, frisch eingetroffen. Auch so ein schönes Artwork. Ja. Man baut mal hier so ein bisschen das doch hin. Na, das ist schon fast zu hoch. Gar nicht so einfach. Gar nicht so einfach. Ich muss gucken, wo ich noch was hinbringe. Denn die nächsten Spiele kommen. Dann gerade erreicht auch, ist glaube ich auch, entweder heute Morgen oder gestern auch. Ist noch relativ frisch, deswegen auch noch absolut zielt. Metroid Prime Remastered für die Switch. Und hier haben wir Disco Elysium The Final Cut. Ja, ich kann dazu nicht viel sagen. Kam einfach in die Sammlung. So, ich gucke immer noch, was habe ich jetzt noch? Zwei Sachen sind noch und dann kommen schon klassischere Spiele und ein bisschen Klassik-Kram. Ja, das gab es auch. Das ist auch schön. Und zwar, und auch etwas, wo ich was gefunden habe. Das ist alles noch von meinem Bruder. Ja, er hat sich auch zugelegt, für PlayStation 4 gab es das nur, die Tales of Symphonia Remastered Chosen Collection, ist auch wie gesagt noch absolut zielt. Ja, komm. Schöne Cover kann man sich auch gerne anschauen. Hinten seht ihr auch, was alles dabei ist. Ne, und hier so eine Metallhülle, also Metal Case, dann Sticker, Kunstdrucke. Vollversion des Spiels ist auch ganz wichtig. Ja, eine halbe Version würde uns nichts bringen. So, die packen wir mal hier oben hin zum Klassiker. Und auch noch ein ja, Remastered, wenn man so will, oder in dem Sinne eine Spielereihe, die schon auf PlayStation Geschichte hat, auch schon in der frühen Tage. Klonoa Fantasy Reverse Series. Das sind die alten Klassiker 1 und 2, die von uns der PlayStation 1-Ära, glaube ich, und 2-Ära, die oder zwei, auf jeden Fall klassische Reihe. Habe ich nie gespielt, nur gesehen. Ist auf jeden Fall eine sehr schöne Reihe. Ja, und jetzt für die PlayStation 5 haben wir die neue Version. Ja, und jetzt kommt, womit fange ich an? Fange ich an mit dem etwas größeren, mit dem gefährlicheren Deal. Nein, das war kein gefährlicher Deal. Es handelt sich zum größten Teil um 18er Titel. Deswegen werde ich sie nicht so lange in die Kamera halten. Und zwar hatte mich ein guter Kumpel angeschrieben, mit dem ich auch eigentlich mit viel über Transformers Kontakt hatte. Der hat eine Menge abzugeben gehabt, was an GameStop war, das 18er Bereich war. Da ich immer auf Börsen habe und auch eine Menge gute Kumpels habe, die sammeln, dachte er, Mensch, ist da vielleicht was bei und kannst du mir alles abnehmen? Ja, du kannst es sicherlich besser unter die Leute bringen. Und er hat mir dann ganz, ganz fairen Kurs gegeben. Es war wirklich ein fairer Preis, den ich auch jetzt nicht nenne. Und da sind richtig schöne Titel dabei und auch zwei Bücher. Ich werde euch die beiden Bücher als allererstes zeigen. Ein Buch, was auf jeden Fall für mich in der Sammlung bleibt, weil das hatte ich noch nicht und das möchte ich auch haben. Aber erstmal, ich zeige euch das. Und zwar das Lösungsbuch zu Grand Theft Auto 4. Auch richtig gut. Es ist in Deutsch und sehr, sehr toller Zustand auch. Das ist aber auch schon bereits einem guten Kollegen, dem Manuel, versprochen. Da habe ich auch schon einen kleinen Deal wieder angeleiert. Denn das hier ist passend dazu. Sekunde, wo ist es? Da. Auch noch die Complete Edition dabei gewesen. Ich habe noch eine Ich habe es in eine zusätzliche Schutzhülle gepackt. Könnt ihr sehen, das ist das Spiel. Es ist die Complete Edition mit den Episoden von Liberty City, also eben halt die DLCs. Und das beides geht. Das Spiel ist auch in sehr gutem Zustand. Alles war geöffnet
und ich habe es zum Schutz in so eine weitere Hülle gepackt, damit es eben halt noch ein bisschen länger hält. Genau, auf jeden Fall, das geht an den lieben Manuel. Ich grüße dich an dieser in dieser Hinsicht. Ne? Also ich freue mich, ich hoffe, dass du zuschaust. Ja, und für mich ist dabei gewesen auf jeden Fall Umbrella Chronicles, das englische Lösungsbuch zu dem Shooter für die Wii. Damals ist das rausgekommen, inzwischen gibt es auch das als DLC oder zum Download besser gesagt für die PlayStation, für PlayStation Move. Ich habe es da noch nicht gespielt, ich will es nochmal spielen, aber ich kenne bisher nur die Wii-Version. Auf jeden Fall, das wollte ich haben. Ja, und dann waren noch ein paar andere Games dabei, wovon eins eigentlich ich auf eine Art habe, zwar für PC, einfach nur für die Sammlung. Jetzt, und ich habe schon die PlayStation 5, 6 Version, aber im Endeffekt geht es um Resident Evil 5 in diesem schönen Steelbook. Das Steelbook ist in einem Top-Zustand. Die Hülle außen, diese ist, löst sich so ein bisschen auf, aber trotzdem, es ist einfach in einem sehr geilen Zustand. Und vielleicht gehörte das auch so, dass es sich so ein bisschen auflöst. Das weiß ich eigentlich gar nicht. Nein, nicht wirklich. Hier hinten ist abgenutzt. Und unten bei den Credits, da fehlt das. Aber es ist ein sehr schönes Steelbook und deswegen werde ich es auch in meiner Sammlung behalten. Ja, und dann waren noch drei weitere Games dabei, die mich aber auch dann verlassen werden. Da ich sie bereits in der Sammlung habe. Obwohl das eine nicht in dem Zustand. Und zwar handelt es sich einmal um Deadpool. Auch ein richtig geiles Game. Es macht richtig Laune, richtig geiles Artwork auch. Findet den Comic-Humor richtig geil ein. Das ist auch ein echter Geheimtipp. In einem Top-Zustand, wie gesagt, nur in einer eigenen Hülle gepackt. Das wird mich definitiv verlassen. Genauso wie Rare Replay, 30 legendäre Klassiker. Das habe ich auch bereits für die Xbox One. Ich kann jetzt aber nicht so viel sagen, weil ich die nicht ganz so kenne, die Spiele. Ich gucke gerade, was habe ich denn davon? Na, ich kenne Killer Instinct, ich kenne Perfect Dark Zero, Viva Pinata, Snake Rattle. Es ist nicht nur 18er Spiele dabei, wohlgemerkt. Ne, das ist es eben 18, weil es sind einige 18er Titel dabei. Conker's Bad Fur Day und so weiter, Klassiker, die sind einfach alle drauf. Aber eben halt ne, Banjo-Kazooie, Battletoads, Blast Corps. Das sind viele Klassiker, das sind auch keine, die nicht nur 18, es musste 18 sein, weil ein, zwei 18er Titel dabei sind. Das ist der einzige Haken dabei. Aber auf jeden Fall lohnt sich das, weil es richtig viele Klassiker sind. Und ein echtes Highlight dabei ist Mad World. Für die Wii. Aber das Highlight ist, es ist in einem Top-Zustand und es ist noch sealed. Es ist jetzt in einer doppelten Hülle, damit auch das Sealed eben halt geschützt ist. Ein richtiger Klassiker. Ist ein verrücktes Action-Game, kann ich auch nur sagen. Macht auch tierisch Spaß, auf jeden Fall. Aber das, das habe ich bereits in der Sammlung, aber in diesem Zustand nicht. Deswegen werde ich es wohl auch abgeben an einen, der Ziel sammelt. Aber egal. Weiter geht's noch. Was hat denn noch die Sammlung erreicht? Und ich fange einfach mal an mit Flohmarkt. Ich war schon auf dem Flohmarkt wieder mal. Wenn das jetzt nicht in ein eigenes Flohmarkt-Video gepasst hätte, denn wir haben nur vier Teile gefunden. Vier Teile lohnte sich nicht. Ich habe überlegt, ein Video Short zu machen, habe ich aber nicht gemacht, weil es handelt sich um zwei Filme und um zwei Games. Und die packe ich in die Pickups. Deswegen, weil es zu wenig war. Und zwar einmal gefunden, das habe ich gefunden, für 4 Euro am Flohmarkt. Und zwar Rebel Assault 2, das LucasArts-Game. Richtig cool. Ich habe es auf dieser Konsole noch nicht gehabt. Nur für die PlayStation, nur für den PC, PlayStation eben noch nicht. Auch Teil 1 fehlt mir noch für das Original oder für die Konsolen. Es ist, abgesehen von der Hülle, die ist wirklich ziemlich gebrauchten Zustand, ist hier alles noch dabei. Größter Haken aber leider ist, dass das Handbuch fehlt. Aber für 4 Euro, es ist jetzt kein mega teurer Titel, aber für 4 Euro hat sich das echt gelohnt. Und das andere Spiel, was mein Bruder mitgenommen hat, der hat aber auch 8 Euro bezahlt, ist ein Xbox Classic Spiel, Gun Griffin Allied Strike, ein Mech-Game. Das ist schon eine ziemliche Reihe gibt es von diesen Games. Für PlayStation 2 gibt es auch einen Gun Griffin, das ist etwas häufiger zu finden.
es ist nicht dasselbe Spiel, es sind zwei verschiedene. Und das war auch wirklich im guten Zustand innen und so weiter, vollständig. Lediglich die Hülle ist ein bisschen abgekrabbelt, aber das war es auch. Ist noch heil, dennoch ein Spiel, was noch nicht in der Sammlung war. So, dann gab es noch ein paar PlayStation 1 Spiele, die auch in die Sammlung gekommen sind. Die sind von einem Kleinanzeigenhändler. Wir haben da etwas über 100 Euro bezahlt. Also es war jetzt ein fairer Kurs. Und zwar handelt es sich dabei, es sind auch im sehr guten Zustand alle Spiele. Fange ich an mit Legend of Cartia. Richtig gut, vollständig. Richtig schönes Spiel. Und es fehlt eben noch in der Sammlung. Dann auch eine coole Serie, auch Top-Zustand, Front Mission 3. Die deutsche Fassung, genau darum ging es eben. Mein Bruder hatte sich irgendwo mal die englische Fassung oder japanische Fassung hat er zufällig mal bekommen. Die deutsche hatte er noch nicht. Und einfach nur klasse. Und dann hier, das ist NTSC, das ist die US-Playstation. Und ihr seht, das ist eine normale Jewelcase wie eine normale CD. Die Amerikaner haben nicht diese Sonderhüllen gehabt, wie wir in Deutschland. Und zwar handelt es sich hier jetzt bei um Deception 3 Dark Delusion. Auch ein interessanter Titel. Ich weiß aber gar nicht, was ist, glaube ich, ein Action-Rollenspiel oder Rollenspiel. Oh, mein Bruder fand das interessant. Genauso wie dieser Klassik, auch Rollenspielklassiker mittlerweile, Wild Arms. Gibt es auch ein Remake von, ist auch oder Remaster. Auch richtig cool und richtig toller Zustand von dem Ganzen. Endlich auch in der Sammlung in dieser Form. Hat sich richtig gelohnt. Ja, und ich bin schon fast am Ende dieses wieder umfangreichen Pickups nur von Games. Und zwar habe ich jetzt hier noch zwei Spiele bekommen. Und zwar zu meiner Transformers-Sammlung gezählt. Ich werde sie auch noch mal in meinem Transformers-Pickup ein zweites Mal zeigen, damit das rund ist. Aber hier wollte ich sie auch trotzdem noch mal zeigen, weil es zu Games gehört. Und zwar habe ich einmal mir eine Promo gekauft. Ich habe hier zwei Promos, um es euch zu zeigen. Und zwar die Promo zu dem Transformers-Game. Das Transformers-Game ist eigentlich der Serie Transformers Armada. Ich habe sie mir hauptsächlich gekauft, weil es eine Promo ist. Die habe ich aber schon bereits. Und zwar habe ich sie in dieser Version und ich habe sie mir noch mal in dieser Version gekauft. Und das ist dasselbe Spiel. Das ist jetzt hier die Piggy-Version und es ist ein bisschen anders aufgebaut. Und das ist die deutsche Version, inhaltlich komplett identisch, aber eben halt für mich, so für die Sammlung der Promos, gehörte das rein. Ja, genauso habe ich mir die Promo für die Xbox 360 von Transformers Kampf um Cybertron für das Deutsche gekauft. Auch richtig schön von der Hülle her. Aber es hat eine Sache, die auf dem Foto beim Kauf, also die Promo hat mich, glaube ich, um die 7 Euro gekostet. Und die habe ich 15 bezahlt, aber eine Sache ist da, das habe ich auch so nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob die zerfallen ist oder reiniger. Seht ihr das da oben? Das Weiß ist abgebröckelt und so weiter. Das Spiel funktioniert, aber das sieht nicht mehr so schön aus. Die will ich noch mal oder werde ich irgendwann noch mal austauschen. Ach so, Handbuch oder so gibt es bei Promos nicht. Es ist das volle Spiel. Es ist auch richtig cool. Wie gesagt, für mich, für meine Sammlung einfach nur. Ich habe das Spiel für PlayStation 3, glaube ich. Ist halt eben halt, weil die Lizenz bei Activision ausgelaufen ist, gibt es das auch nicht mehr zu kaufen. Beziehungsweise es gibt es nicht digital zu kaufen. Es gab mal eine Digitalversion davon, glaube ich, von dem oder vom zweiten. Vor einem Spiel auf jeden Fall. Auf jeden Fall lohnt sich das. Richtig geiles Transformers-Game. Richtig cool. Und ich wollte die Promo einfach in der Sammlung haben. Wird aber die CD irgendwann ausgetauscht, weil die Hülle ist top. Weil die CD gefällt mir nicht ganz so. Funktioniert aber. Das war's. Ja. Und das war's jetzt auch für diese Pickups. Also es ist wieder massig dazugekommen. Ich hoffe, ihr hattet eure Freude an diesem, ja, großartigen Lot. Ja, mir fällt mir jetzt nicht ein, ne? Also, wie gesagt, davon wird einiges auf Instagram landen. Link ist in der Videobeschreibung. Ansonsten ein Abo, ein Like. Ja genau, ein Like, wenn ihr gefallen haben, gefunden habt, dass ich euch diese Sachen gezeigt habe. Dann ja, kommentiert. Sprecht mit mir über diese Editions. Was habt ihr davon? Oder was soll ich schnellstens auf Instagram zeigen? Oder was wollt ihr nochmal genauer sehen? All sowas. Lasst uns reden. Da unten ist Platz. Ja, und ich habe gehört, es gibt eine Glocke da unten. Die könnt ihr auch
Benachrichtigungsbegebenheit aktivieren. Dann wisst ihr immer, wann ein neues Video von mir hochgeladen wird. Ansonsten, das war's. Bis zum nächsten Mal.